Jo, YouTube. Es ist Halloween, zumindest als wir das hier gerade aufnehmen. Und da habe ich keinen Bock drauf, deswegen gucken wir uns jetzt die wahnsinnig wichtigen Dinge an, nämlich ein Video über Wrestling. Dieses Mal ein deutschsprachiges, was von einem Kanal kommt, den ich überhaupt nicht kenne, nämlich Trap House Lab. Es ist eine Rocco-Doku. Und ihr denkt so jetzt, hä? Was? Ja. Der WWE-Star, der zum Rockerboss wurde, heißt das Video. Geht nicht so wahnsinnig lang, wir gucken uns das an. Das mache ich nicht alleine, wenn ich von mir rede. Dann meine ich natürlich mich. Ich bin Herr Flöter mit OE geschrieben und den wunderbaren Timo E hier unten in der Ecke, die jetzt natürlich ganz, ganz freundlich Hallo sagen und sagen, Mensch, kommt doch mal bei Twitch vorbei. twitch.tv/herrflöter mit OE geschrieben. Wenn ihr das nicht möchtet, sondern ihr auf YouTube unterwegs seid, auch in Ordnung. Aber dann müsst ihr schon wenigstens einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren, die Glocke bimmeln oder eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Ja, dann mache ich auch mehr. Nein, ihr wisst, was ich sagen will. Macht mal. Das hilft und dafür bin ich sehr dankbar. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, tun wir gar nicht lang rum, wir gehen rein in das Video. Ich habe keine Ahnung, was mir erwartet. Ich erkenne aber einen Menschen, den ich schon mal gesehen habe. Und ich meine, dass ich die Story schon mal gehört habe. Ich will aber nicht vorweggreifen. Dieser junge Mann ist einer, den wir aus dem amerikanischen Wrestling kennen. Wir gucken rein. They try to bust the lines. I bust their heads. I take a hat like his and stick it in his. Heute besprechen wir einen Mann, der wohl alles in seinem Leben gemacht hat. Er hat sich seinen Kindheitstraum erfüllt und er wurde ein Wrestler des Marktführers WWE. Aber seine Wrestling-Karriere hielt nicht lange an, da er schon ziemlich früh mit einer Drogensucht zu kämpfen hatte. Er wurde dann rausgeworfen und damit begann sein Weg in die Unterwelt. Ion Cruitoro oder Johnny K9, wie sein Spitzname war, schloss. Deswegen kenne ich den Fall auch. Es gibt eine Folge über Johnny K9 von Dark Side of the Ring, die sehr interessant war. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen die Vorlage. Die Story ist schon ein bisschen wild. Ja, also er greift sich ein bisschen vorweg. Sich dann dem berüchtigten Biker-Club Satan's Choice an. Er wurde sogar der Präsident davon. Ja, wenn ihr Bock auf die Geschichte habt, dann müsst ihr nur dranbleiben. Mit einem Like und einem Abo würdet ihr mich extrem unterstützen. Und damit starten wir in die Geschichte. Uiuiui, war ein harter Cut. Der Anfang der Geschichte führt uns nach Hamilton in Ontario. Am 7. Dezember 1963 wurde ein weiteres Kind in die Cruitoro-Familie geboren. Damit waren es insgesamt 6 Geschwister und es sollte den Namen Ion tragen. Ion lebte eigentlich ein relativ normales Leben. Er fand in der Jugend seine Leidenschaft für den Sport Eishockey und während der Highschool war er immer im Team seiner Schule aktiv, aber er schaffte damit nie den großen Durchbruch. Er fand dann einen neuen Sport, in den er sich sofort verliebte, das Ringen. Um sich ein bisschen was dazu zu verdienen, arbeitete er das ein oder andere Mal als Türsteher. Ich meine, das ist auch so ein gängiges Klischee da der 70er, 80er Jahre Wrestling-Leute, ne? Das waren immer Türsteher. Naja, waren halt groß und breit offensichtlich. Kanadier, das haben wir gelernt. Ich habe die Story auf jeden Fall gesehen damals bei Dark Side of the Ring. Und ich habe es irgendwie abgespeichert, wie das war schon ein wilder Ausgang am Ende. Aber ob er jetzt wirklich WWE-Superstar war, bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so wirklich sicher. Vielleicht einzelne Auftritte. Aber eine große Nummer war jedenfalls nicht. Ich meine, dass er wohl der perfekte Mann für diesen Job war. Er war Eishockeyspieler und dazu noch ein Ringer. Und Ion war ziemlich kräftig gebaut. So wie das Schicksal es will, wollte damals ein Wrestler in einen Club gehen, wo Ion gerade an der Tür stand. Der Wrestler wusste sofort, dass in Ion Potenzial stecken würde, nachdem er kurz mit ihm redete. Er nahm seine Kontaktdaten auf und er sorgte dafür, dass Ion im Alter von 21 Jahren schon ins professionelle Wrestling startete. Ion. Gut, hier merkt man jetzt halt, dass es halt kein Kanal ist, der sich mit Wrestling beschäftigt. Ne? Ja, es wäre jetzt ein Name gut gewesen, ja, vielleicht hätte man den sogar erkannt, aber wir sind in Kanada. Also ich gehe mal davon aus, das wird schon was mit ja, den Promotion Star zu tun gehabt haben, ne? Stampede, ja? Irgendwie so die Richtung. Spricht sehr dafür, ne? Er unterschrieb bei der Stampede Wrestling Organization, ja. Das damals die größte in der Gegend war. Seine Karriere machte er. Hätte man sagen können, es ist der Vater von Bret Hart gewesen, der Veranstalter war und Promoter war. Einen steilen Pfad nach oben, denn er unterschrieb schon im Jahre 1985 bei der WWF, damals noch World Wrestling Federation, aber heute ist sie euch sicherlich unter WWE bekannt. Also er war ziemlich jung schon beim Marktführer angekommen, bei der WWF nahm er auch seinen heute bekannten Namen Johnny K9 an. Ion hatte eigentlich eine ganz... Einfach mal random Bild von Earthquake oder was? Ja? Oder Typhoon oder welcher ist denn das? Das ist doch nicht Johnny K9, oder? Das ist mal ohne Mist. Gute Karriere beim Marktführer. Er durfte sogar gegen Hulk Hogan wrestlen. Doch in 1991 zerbrach die Welt um Ion. Er war zu dieser Zeit schwer drogensüchtig und das Ganze geriet so langsam außer Rand und Band. Also war der 6 Jahre bei WWE? Wahrscheinlich mit Pausen. Ne? Also ich kann mich an Johnny K9 als Wrestler überhaupt nicht erinnern. In irgendeiner Art und Weise. Also weder an den Namen, dass ich den damals irgendwie wahrgenommen hätte oder auch in Retrospektive nicht. Erst durch die Doku bei Dark Side of the Ring ist der mir das erste Mal ein Begriff geworden.
Vom Look her sieht er halt, ist er schon relativ markant. Also man kann ihn, also ich erkenne ihn als Wrestler, aber ich null Zuordnung. Also ich kann nicht sagen, was der gemacht hat. Und Hulk Hogan, na gut, das war halt eine Zeit, ne, da hat man halt viele Hausshows und viele Live-Events gehabt. Deswegen weiß es ja nicht, dass er eine große Nummer war und er geht auch nicht so richtig drauf ein. Es wurde so schlimm, dass sich die WWF von ihm trennen musste. Ion schaffte es dann aber, seine Wrestling-Karriere am Leben zu erhalten, indem er einen Vertrag bei New Japan Pro Wrestling unterschrieb. Er machte mit dieser Organisation eine Asien-Tour. Nach der Asien-Tour lief der Vertrag mit New Japan aus und so stand er wieder ohne Arbeit. Gar kein Vorwurf an den Videomacher. Mich triggert so ein bisschen, dass die Bilder, die er dann zeigt, natürlich für uns Wrestling-Fans so ein bisschen triggern, weil du bist halt hier bei Rocky Mountain und nicht in Japan. Auch nicht bei Stampede. Und Typhoon ist halt auch nicht Johnny K9. Ist halt Filler-Material, ne? Aber auch dieses Mal dauerte es nicht lange, bis er wieder Arbeit fand. Der Manager von der Smoky Mountain Wrestling Organization erkannte das Potenzial von Ion und er nahm ihn unter Vertrag. Ion startete aber in der Zeit, wo er vertragslos war, seine Karriere in der Unterwelt. Nee, stimmt gar nicht. Connett kam er später, ne? Er wurde zu einem Drogendealer. Ion nutzte einfach seinen Namen aus, da keiner Bock auf Stress mit ihm hatte. Also zurück zu Smoky Mountain. Die Organisation lief einige Jahre gut, aber im Jahre 1994 hatte sie wohl ihren Zenit erreicht. Sie musste pleite gehen. Sein Manager versuchte danach alles, um Ion noch einmal bei der WWF unterzubringen. Ich hätte mich gerne, aber Rocky Mountain hatte doch zu der Zeit dann 94 auch eine Kooperation nochmal mit WWF. Sind doch teilweise auch aufgetreten da, haben Titel verteidigt. An Cornette kann ich mich erinnern zu der Zeit. Sind die nicht einfach gekauft worden dann am Ende? Die haben doch auch die Rechte abgegeben an WWE. Sind doch zum Teil auch auf dem Network zu finden. Also ja, das Problem mit denen war, das war der Versuch im Endeffekt, traditionelles Wrestling zu einer Zeit zu machen, als traditionelles Wrestling nicht mehr funktionierte. Die hatten eine Kooperation, genau. Glaube ich nämlich auch. Also das habe ich noch relativ gut im Kopf. Da waren dann irgendwie, so, war da nicht der Rock'n'Roll Express und so, dann ab und zu mal da, solche Leute. Und Jim Cornette kann ich mich erinnern, der ja damals dann am Ende von Smoky Mountain auch das Sagen hatte. Ich glaube aber erst später reinkam, nicht hauptverantwortlich war zu Beginn. Also ähnlicher Verlauf eigentlich auch wie mit Stampede Wrestling. Stampede Wrestling sind ja doch dann später auch quasi übergegangen. Hat doch dann Stu auch eingestellt den Betrieb und hat quasi die Rechte abgegeben. Naja, traditionell hat eine Menge Quatsch gemacht, über den er selber weg hat. Ich weiß, aber die Art und Weise, wie man Wrestling präsentieren wollte, war schon sehr traditionell. Ich nutze gar nicht Territory Zeit im Sinne von, wie man die TV-Vermarktung gemacht hat. Also sehr lokal, ja, sehr basic, teilweise glaube ich auch Studioproduktion, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das war sehr altbacken, war zu der Zeit schon sehr überholt, würde ich sagen, dass das halt deswegen nicht funktionierte. Er schaffte es aber, seinen Klienten nur für ein Match zu buchen. Danach machte die WWF klar, dass sie nichts mehr mit Ion machen wollten. Ion schloss nach dieser Absage wohl mit dem Wrestling ab, denn er widmete sich jetzt voll und ganz der Unterwelt. Er schloss sich dann im Jahre 1995 dem Satan's Choice Chapter in Toronto an. Ion war ja zu dieser Zeit eigentlich schon eine Bekanntheit, auf den Straßen und im Mainstream. Durch diesen Ruf erlaubte ihm der Präsident des Satan's Choice, ein neues Chapter in Hamilton aufzumachen. Also Ion war schon nach kürzester Zeit ein Rockerboss. Boah, diese Musiksprünge, da bin ich halt überhaupt nicht drin in dieser Welt, keine Ahnung. Ich weiß, dass sie relativ großen Einfluss haben oder denken es zu haben. Ich weiß es nicht. Diese Chapter-Geschichten, da reden wir von Standorten. Ne? Also da reden wir davon, dass irgendwo einer sagt, in der Stadt brauchen wir auch eine Vertretung, eine Niederlassung sozusagen. Und die dominieren da den Markt für was auch immer. Meistens halt in irgendeiner Art und Weise mit zwielichtigen roten Lichtern und mit Drogen versehen. Ja, okay. Das ist zumindest so das Klischee, was man hat. Ion konnte seinen Club ziemlich schnell aufbauen, da ihn ja sowieso jeder in Hamilton kannte. Er schloss dann eine ziemlich enge Freundschaft mit dem Satan's Choice Präsident des Sudbury Chapters, Michael Dubé. Dubé hatte sich wohl über Jahre einen Ruf aufgebaut. Er war als einer der berüchtigsten Biker-Bosse in ganz Kanada bekannt. Ion hatte ja einen ziemlich schnellen Aufstieg innerhalb des Clubs. Dieser Aufstieg wurde dann aber durch die Polizei gebremst, als er verhaftet und zu 10 Monaten im Gefängnis verurteilt wurde. Das war wegen Kokainbesitz und Handel. 10 Monate vergehen schnell und so war er wieder auf freien Fuß. Was macht man als erstes, wenn man frei ist? Man geht erstmal seine Freunde besuchen. So entschied er sich dazu, Michael Dubé zu besuchen. Die zwei entschieden sich dann dazu, im Solid Gold zu feiern. Der Club hatte strikte Regeln im Umgang mit Gangs. Es waren alle Gangfarben verboten, also natürlich auch Rockerkutten. Aber Michael und Ion hatten wohl nicht so Bock auf diese Regeln. Und sie überrempelten dann die Türsteher, um in den Club zu kommen. Der Manager... Überrempelten? Überrumpelten? Naja, wie auch immer. Des Clubs alarmierte dann sofort die Polizei, die dann die zwei Rocker verweisen sollten. Die Polizei kam dann bei dem Club an und sie schickten die zwei Rocker dann nach Hause. Ion und Michael fühlten sich dann in ihrer Ehre gekränkt und sie schmiedeten direkt Rachepläne. Sie entschieden sich dann dazu, den Club mit einer Bombe hochgehen zu lassen.
Die beiden hatten auch den perfekten Mann für dieses Vorhaben. Ein Mann namens George Churetta befand sich im Satan's Choice Club von Ion. Er war nicht irgendwer, er war ein Veteran des kanadischen Militärs. Jetzt kommt es noch besser. Er hatte eine Sonderausbildung mit Sprengstoffen absolviert. Also stellte Joe die Bombe fertig und er übergab sie dann an Michael. Michael machte seinem Ruf dann alle Ehre, denn er hatte wohl die krankeste Idee, auf die ein Mensch überhaupt kommen kann. Nudel, hast du ein bisschen lapidar runter, ne? Also wir reden hier von, hey, die wollen nicht, dass wir im Club unsere Kutten tragen. Mensch, dann sprengen wir den Scheiß mal in die Luft. Ich meine, da geht es ja schon ein bisschen mehr. Da geht es ja schon um Claps abstecken. Da geht es ja schon darum zu sagen, hey, wir haben hier das Sagen und ihr spielt, wie wir wollen. Und gerade in Clubs und ne, da geht es ja oft dann wahrscheinlich auch um Schutzgelder und andere Themen. Also ich meine, das sind ja Sachen, die wir gerade in der Phase in den 90er Jahren ja sehr oft irgendwie hören, auch in Retrospektive, dass das schon sehr, ja, also das organisierte Verbrechen oder die organisierte Kriminalität da schon das Sagen hatte, ja, in der Nachtclub-Szene. Und es geht jetzt hier, glaube ich, nicht bloß darum, dass sie ihr Kutten nicht tragen durften. Er entschied sich dazu, sich nicht beim Club zu rächen, sondern bei der Polizei. So eine Aktion ist eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Aber das war Michael wohl egal und er ließ die Polizeistation hochgehen. Es wurde bei dieser Aktion zum Glück nur ein Polizist verletzt. Ion war natürlich nicht darüber informiert, dass sein Partner auf die Polizei losging. Okay, du hast einen Handlanger, der das machen soll, der geht dann aber auf die Polizei und macht das nicht beim Club. Grundsätzlich immer eine schlechte Idee, aber ja, kommt halt auch ein bisschen viel Dummheit dazu dann, ne? Sein Telefon war ja sowieso verkabelt, aber er war in diesem Moment so in Rage, dass er einfach losschrie. Er schrie die ganze Zeit, ob Michael eigentlich verrückt ist und so weiter. Es war natürlich klar, dass die beiden auf keinen Fall damit wegkommen würden. Aber das war wohl nicht das einzige Problem von ihm. Als Rockerboss hat man natürlich Feinde in der Stadt und so war es auch bei Ion. Die verfeindete Mann... Jetzt sind wir das so erzählt. Als Rockerboss hat man natürlich Feinde in der Stadt. Ist ja klar, das kennen wir ja alle, das passiert uns ja ständig. Ja, wird schon so sein, aber... ein bisschen... Die Story ist gar nicht so verkehrt. Kann man cool verkaufen, glaube ich. Mafia setzte einen Mann namens Kenneth Murdoch auf ihn und zwei andere Männer an. Murdoch erledigte den Job bei den zwei anderen problemlos, aber bei Ion war es anders. Kenneth hatte wohl Respekt vor dem Satan's Choice Präsident und so entschied er sich dazu, es nicht zu machen. Kenneth klopfte an Ions Tür und gestand ihm, dass er hier ist, um ihn auszuschalten, aber er würde es nicht machen. Ion war natürlich perplex, aber als er sich wieder fing, dankte er Kenneth. Kenneth wurde dann kurze Zeit später von der Polizei verhaftet und er entschied sich dazu, Kronzeuge zu werden. Er sagte über alles aus, was er wusste und er belastete auch Ion mehr. Die ganze Polizeiarbeit in Richtung Ion sorgte dafür, dass sich das Satan's Choice Hamilton Chapter auflöste. Ion stand mal wieder vor dem Nichts. Er versuchte dann noch einmal beim Toronto Chapter reinzukommen, aber diese wollten ihren alten Bruder auch nicht aufnehmen. Ion wurde dann zu allem Übel am 22. September 1998 verhaftet wegen der Bombe und er bekam über 2 Jahre im Gefängnis. Wenn man ehrlich ist, kam er mit dieser Strafe eh gut davon. Bei Michael... 2 Jahre? Gut, er war nicht der Ausführende, aber da ist ein Polizist gestorben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Gut, wird wahrscheinlich die Argumentation gewesen sein, der andere hat halt einen Alleingang gemacht, ne? Aber trotzdem, die ursprüngliche Planung geht ja auf ihn mit zurück, auch wenn es für was anderes geplant war. Es sah es anders aus. Er hatte noch viele Altlasten vor sich, also er wäre ziemlich sicher nie wieder freigekommen. Michael entschied sich dann dazu, sich das Leben zu nehmen. Ion war dann über die Jahre ein Stammgast im Gefängnis. Es kamen immer und immer wieder Altlasten auf ihn zu. Ion entschied sich dann dazu, in 2007 ein neues Leben anzufangen. Er zog mit seiner Frau nach Vancouver und er arbeitete ehrliche Jobs. Ion arbeitete dann für die Sicherheitsfirma Lionsgate. Aber jetzt kommt wohl das Unfassbare. Ion hatte ja eine Vergangenheit, die er offensichtlich zurücklassen wollte. Aber er entschied sich dann wieder einmal dazu, in die Unterwelt zu gehen. Er wurde dann ein Mitglied der United Nation, die von Clay Rocher angeführt wurde. Zu diesem Zeitpunkt stand die United Nation auch noch in einem Krieg mit der verfeindeten Gang, den Bacon Brothers. Also er war mal wieder mittendrin. Ion war am wieder Typhoon! Was soll das denn? 9. Mai mit ein paar Jungs von der United Nation unterwegs, als sie ein junges Paar sahen. Ion und seine Jungs dachten sich, dass es ein Bacon Brother war und sie eröffneten sofort das Feuer. Es war aber kein Gangmitglied, sondern ein Mann namens Jonathan Barber, der den Tag mit seiner Freundin genießen wollte. Jonathan Barber konnte das Ganze leider nicht überleben. Ion wurde dann am 24. Januar 2011 verhaftet aufgrund des Jonathan Barber Vorfalls. Er wurde dann zu insgesamt 13 Jahren verurteilt. Aber irgendwie bekam er eine Verminderung der Strafe und so musste er nur 4 Jahre und 8 Monate absitzen. Er wurde dann im Jahre 2016 in eine Psychiatrie entlassen. Dort verbrachte er auch das Ende seiner Tage. Ion verstarb am 21. Februar 2017. Was ist eure Meinung dazu? Lasst mir ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und damit bedanke ich mich fürs Einschalten.
An sich eine coole Story, aus der man hätte viel mehr machen können. Es ist kein Wrestling-Kanal, okay? Also ich erwarte jetzt hier nicht, dass da jetzt irgendwie inhaltlich alles stimmig ist und dass man da tiefer reingeht. Wenn du aber der WWE-Superstar, der Rockerboss wurde, als Titel nutzt, dann ein bisschen mehr Background-Info auch über die Karriere. Was hat er für eine Rolle gespielt? Wie wichtig war er? Und warum war es dann vielleicht auch ein Schlag? Was hat ihn dazu gebracht, da hinzukommen? Das hätte ich mir ein bisschen gewünscht. Hätte man ein bisschen cooler machen können. Es wirkt auch alles ein bisschen sehr gerusht. Die Story an sich ist sehr cool. Was heißt cool? Wenn man auf so Kram steht und ein bisschen Wrestling-Kontext braucht, ist es eine interessante Story auf jeden Fall. Und diese Story kann man, wie gesagt, wenn das interessiert, Dark Side of the Ring, in einer Episode deutlich ausführlicher, deutlich besser aufbereitet, als jetzt hier in dem Video nachvollziehen. Und ich weiß, dass die ist mir im Kopf geblieben auf jeden Fall. So gesehen, sicherlich eine Story, die man Wrestling-Kontext mal bringen kann. Auch wenn das Video jetzt nicht ganz so gut war von der Machart, aber die Story an sich gefällt mir schon. Da kann man schon mal reinschauen. Nichtsdestotrotz hat er ein Video gemacht und wie gesagt, es ist ein Kanal, der sich nicht mit Wrestling in dem Sinn beschäftigt. Dementsprechend gucken wir das ja auch an. Ja, da will ich es gar nicht so sehr kritisieren, dass er jetzt wrestlerisch oder inhaltlich von Pro Wrestling jetzt nicht so viel drin war oder nicht alles richtig war. Ich glaube, man kann es besser machen. Vielleicht sollte ich das mal tun. Ja, mal gucken. Aber was ich auf jeden Fall tue, ist weiter solche Videos gucken und auch Videos aus dem englischsprachigen Bereich. Das machen wir auf twitch.tv/herrflöter mit euch geschrieben und wenn ich Bock habe, gibt es das auch als Highlights auf YouTube und da lasst ihr natürlich einen Daumen nach oben da, gerne auch für das Originalvideo, das ist in der Videobeschreibung verlinkt und ich werde es gleich nochmal in den Chat schmeißen auf Twitch, lasst gerne mal konstruktive Kritik da, Hate ist keine Lösung, meine lieben Freunde, man kann ja sagen, hey, da wären noch ein paar Fakten gewesen, wäre cool gewesen, würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut beim Originalvideoersteller, vielleicht macht er ja nochmal die updated Version oder sowas, konstruktiv ist ja immer gut. Ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Fall haltet. Habt ihr davon schon mal gehört? Wie gesagt, Dark Side of the Ring immer zu empfehlen. Ich weiß, schwer zugänglich bei uns, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt da gerne rein, wer im Englischen mächtig ist. Das sind so mit Abstand sehr, sehr ordentliche Dokumentationen, die ein bisschen unabhängiger produziert sind, als wir das normalerweise von der WWE kennen und sich eben mit solchen Fällen beschäftigen, unter anderem. Mein Name ist immer noch Herr Flöter. Ich werde immer noch mit OE geschrieben und ich bleibe jetzt bei meinem Team OE, denn ihr auf YouTube, ihr seid jetzt einfach aus.